Janko, wir sind hier auf der Yoga-Konferenz in Köln. Ich habe eben selbst eine Stunde miterlebt. Sie ist poppig, sie ist anders. Du nutzt Musik, du nutzt Hip-Hop-Sounds für deinen Unterricht. Kannst du kurz vielleicht den Zuschauern erklären, die jetzt noch nicht bei dir in der Stunde waren? Was ist Inside-Yoga, was du selbst entwickelt hast? Worum geht es da? Das ist Inside Yoga an sich ist, wie ich als Person bin. Ich bin mit 13 von Korea nach Deutschland gekommen und seitdem war ich aber auch wegen meinem Sport, Kampfsport, bin ich sehr viel rumgekommen und ich habe von verschiedenen Ländern, verschiedenen Leuten verschiedene Einflüsse bekommen und auch yogatechnisch. Ich habe verschiedene Stile gemacht, verschiedene Lehrer getroffen und das ist mein Yoga-Stil. Inside Yoga ist so wie ein Melting Pot. Da kommt alles rein. So auf Deutsch Leipziger Allerlei. Ja, alles, was schmeckt, ist in Ordnung halt. Und da ich aber auch zum Beispiel, ich als Person gerne Musik höre und ich fest der Meinung bin und überzeugt bin, ein guter Yoga-Lehrer ist auch der authentisch ist. Und ich verstelle mich nicht. Die Musikstücke, die mich inspirieren, das sind auch moderne Musikstücke, die setze ich in meinen Stunden auch ein. Und es ist tatsächlich ein bisschen anders als traditionelle Yoga-Stile. Wer waren denn so die Personen, die dich hauptsächlich auf deinem Yoga-Weg sozusagen begleitet haben oder auf deinem Lebensweg, die dich am meisten beeinflusst haben? Yoga-Weg oder? Wenn du es trennen willst, gerne. Für mich ist es oft gar nicht so einfach zu trennen, aber vielleicht erstmal auf deinem Yoga-Weg. Also erstens ist es so, gerade in solchen Interviews oder in so Zeitschriften oder irgendwie Bio-Vita schicken, sage ich ungern, von wem ich was gelernt habe, weil ich habe das Gefühl, in der Yoga-Welt, gerade in der Yoga-Welt sehr, sehr extrem, findet dieses Phänomen von Name-Dropping statt. Dass man sagt, ah, ich habe bei dem und bei dem gelernt. Und damit unterstreicht man so eigene Kompetenz. Das ist so ähnlich wie man im Fachjargon im dass die Ärzte auf Latein sprechen. Und deswegen mache ich jetzt nicht, von wem ich was gelernt habe. Dann lass mich die Frage umformulieren, denn eigentlich interessieren mich die Namen auch wirklich gar nicht so, sondern Aber mich du weißt, was ich interessiert, ich meine. verstehe absolut, was du meinst. Was mich nämlich eigentlich interessiert ist, was ist die wesentliche Message, die du rüberbringen möchtest? Wo auch immer du die her hast, ist völlig gleich. Was ist dir das Wichtigste im Unterricht rüberzubringen? Es geht tatsächlich darum, in erster Linie Körperwahrnehmung besser zu schulen, sodass du mit deinem Körper erstmal glücklich wirst. Es geht darum, die Beziehung zwischen dir und deinem Körper erstmal zum Näher zu bringen, sodass du daraus erstmal mit dir eine Freude empfindest, mit deinem Körper, mit deiner Körperwahrnehmung. Und darüber hinaus, wenn das noch weitergeht, letztendlich geht es um meinen Stil, das hast du sicherlich auf laut gemerkt, ganz oben steht die Freude. Und Freude ist für mich sehr, sehr spirituelles, weil ohne Freude wird das Leben trocken. Und ich finde, Freude ist einer der essentiellen spirituellen Punkte, die man oft, leider Gottes, im Yoga auch ab und zu mal vergisst, man wird manchmal zu ernst. Was glaubst du, macht einen guten Lehrer aus? Er sollte Freude vermitteln, wie du eben erklärt hast. Gibt es andere Punkte, die du versuchst umzusetzen? Authentisch zu sein. Authentisch zu sein, das heißt, zum Beispiel, wenn ich für mich als Person, wenn ich traurig bin, ich muss jetzt nicht in der Stunde rumheulen, aber ich müsste schauen, dass ich diese, ich muss gar nicht versuchen, diese Traurigkeit zu vertuschen, sondern daraus ein Thema gestalten und die Stunde an sich, was ich unterrichte, als sogar als für mich auch als Therapie benutze, sozusagen. Und es geht darum, als Mensch ganz zu sein und nicht mal eine Maske aufzusetzen, wenn ich in die Stunde gehe. Natürlich, vorausgesetzt, die anatomischen Kenntnisse und all die Sicherheiten, dass es gegeben ist, das setze ich einfach als Voraussetzungen. Meine nächste Frage ist, ich habe mir sehr, sehr viele verschiedene Yoga-Stile angeschaut und sehr viele versuchen, sehr, ganz unterschiedliche Dinge zu erreichen. Wie erkenne ich als Yoga-Schüler den Fortschritt auf meinem Weg? Woran kann ich das sehen? Für mich ganz einfach. Es geht nicht darum, ob man jetzt Handstand kann oder ob irgendwelche Backbends kann, sondern wie viel Freude man empfindet im Leben. Ja, wie glücklich du bist. Daran erkennst du, ob du einen Fortschritt machst. Wenn du ständig dann mit dir auch sehr, sehr streng bist und du empfindest wirklich keine Freude und ganze Zeit nur Grimassen ziehst,
in der Yogastunde und im Alltag. Ja, und dann in meinen Augen, auch wenn die Person dann jegliche Asanas kann, nicht wirklich fortgeschritten. Eine Frage, die bei dir sich schon fast erübrigt, nämlich wie gehst du mit den beiden Polen um, auf der einen Seite die Tradition bewahren und auf der anderen Seite aber auch undogmatische Erneuerung zulassen. Kurz, wie genau müssen wir uns an Regeln halten? Ich finde, die Tradition bewahren heißt nicht, das ist so ein Zitat, also die Asche anbeten ist es nicht unbedingt die Art, die ich gerne hätte, sondern es geht darum, auf meine Art und Weise, mit meiner Fähigkeit, die Flamme zu erhalten und dann zu entfachen. Und das ist, ich als Person, ich bin mit Hip-Hop aufgewachsen, Run DMC ist mein Guru, ja. Und es geht darum, damit Yoga weiter zu vermitteln, das heißt für mich Freude weiter zu vermitteln. Noch eine abschließende Frage, nämlich, was ist die wichtigste Frage im Leben? Bin ich glücklich? Dankeschön. Danke.